Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Freunde, es ist raus. Petro Lombardi hat eine neue Freundin. Laura Marie heißt sie. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen verwirrt irgendwie so ein bisschen. Jetzt neue Liebe, ist es doch nur gefaked oder nicht? Wir schauen uns jetzt mal das kurze Video nochmal von den beiden nochmal an, weil die haben ja gestern hat er das große Statement gehabt. Das hat er erst angekündigt gehabt, wie ihr wisst. Ganz, ganz groß und ich so, oh krass, wer ist das? Was macht sie? Und keine Ahnung, so hier seht ihr auf jeden Fall erstmal das Foto davon. Also sie ist ganz hübsch, muss ich sagen. Ich habe sie auch ein bisschen mal studiert eben halt. Okay, sie war mit ein paar Fußballern zusammen, da bin ich halt immer ein bisschen sehr, sehr kritisch eben halt. Frauen, die mit sehr, sehr vielen Fußballern halt zusammen sind, da bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Okay, ich wünsche natürlich an dieser Stelle alles, alles Gute, dass er wirklich seine Liebe seines Lebens vielleicht doch wieder gefunden hat. Und wir schauen uns jetzt mal nochmal gemeinsam das kurze Video von den beiden an. Los geht's. Beiden alles Gute. Ich hoffe, dass es klappt, dass er wirklich jetzt wirklich eine Frau hat, die wirklich lang an seiner Seite ist. Es ist ja natürlich schön, dass er nach 5 Jahren endlich jemand gefunden hat, wo er sich wirklich sicher ist. Gerade wenn er ein Kind hat und sowas, ist so natürlich mega geil. Lasst auf jeden Fall die Daumen sprechen, Freunde. Und das war der kurze Newsletter zu genau Petro Lombardi.